Hallo und herzlich willkommen, meine lieben. Geiler Anfang auf jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Muffet, zu einem neuen Video von mir. Und zwar ist das jetzt endlich das lang ersehnte Rainbow-Video. Es ging eine Zeit lang nicht, weil mein Controller kaputt gegangen ist. Dann ist auf einmal, haben eine Zeit lang die Sony-Server rumgespackt. Dann konnte ich nicht hochladen. Und dies, das ist es auch egal. Auf jeden Fall wollte ich mich nur dafür entschuldigen. Aber, jetzt. Seht ihr das Video dafür heute? Und es gibt heute wahrscheinlich noch eventuell so einen kleinen, ganz kurzen, was heißt kleinen, kurzen? Es gibt einen ganz coolen Stream demnächst noch. Und zwar handelt es sich um Until Dawn. Das habe ich ja schon mal Let's Played und ich wollte das eventuell nochmal durchspielen. Ich weiß jetzt nicht, wann ich das machen werde, aber ich denke, das wird demnächst auch noch kommen. Schreibt einfach in die Kommentare, ob ihr das überhaupt sehen wollt oder nicht. Und ja, es gibt noch andere Sachen zu besprechen, aber jetzt kommen wir erstmal zu dem wichtigen Stuff. Das heißt, das Rainbow-Turnier, das was wahrscheinlich die meisten hier interessieren. Und zwar geht es um, wie gesagt, zum dritten, vierten Mal um dieses Minecraft-Turnier. Ja, moin, mein Kopf ist kaputt. Ist auch egal, um dieses wunderschöne Rainbow-Turnier, das ich hosten werde. Ich sage euch jetzt schon mal, sucht jetzt schon mal eine Mannschaft zusammen. Ihr sollt zu dritt mindestens sein. Also, es wird erstmal ihr dürft entscheiden, ob wir als erstes ein 2er-2er-Turnier machen oder 3er-3er. Ich wäre natürlich fürs eher erstmal 2er-2er, so ein bisschen Team. Ja, okay, wir machen als erstes 2er-2er-Turnier. Danach kommt das 3er-3er und dann irgendwann, wir steigern uns halt immer, wie gesagt. Ist ganz cool. Das erste Turnier wird ohne Belohnung sein. Aber das zweite dann, je nachdem wie viele mitmachen, wird dann auf definitiv mit Belohnung sein. Ich weiß jetzt noch nicht was, aber ich habe schon geplant, PSN-Karten zu verschenken dann sozusagen. Ja, was eigentlich ganz cool ist, wird keine billige Angelegenheit. Deswegen, ja, würde ich meinen, machen wir das dann so. Gut, jetzt habt ihr das schon mal, wisst ihr. Aber ich weiß immer noch nicht, wann es stattfindet, weil ich reise jetzt die nächsten Tage, am 11. August bin ich für 3 Wochen weg. Da bin ich nicht zu Hause, da bin ich bei meiner Oma und da habe ich halt keine PC und dies, das. Ist ein bisschen scheiße, da ein Turnier zu hosten, aber ihr solltet das Video eh ein bisschen rumgehen lassen, von dem her denke ich, passt das schon, wenn ihr versteht, was ich meine. Dann könnt ihr euch auch wirklich vorbereiten, könnt intensiv üben, könnt Taktiken machen, die Stars, keine Ahnung. Auf jeden Fall schreibt wirklich jeder, der ein Turnier mitmacht, manche haben schon in unserem letzten gemacht, jeder, der mitmacht, soll Gruppenname, also Teamname reinschreiben. Und dann werden wir den Rest wahrscheinlich noch per Video oder Stream klären. Also ihr könnt am besten auch irgendwie, ja, macht am besten euren Namen, schreibt euren Namen rein, also PSN-Namen dazu, wer von euch ein Team bildet, dass ich mir das aufschreiben kann, die Stars, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also ihr schreibt einen Kommentar, schreibt, keine Ahnung, Hashtag Team, sagen wir mal, Luca und ich oder Kai und ich oder irgendjemand, wir sind Team Black oder Team NBM, whatever. Dann schreibt ihr Hashtag Team, also euer Teamname NBM, in dem Fall bei mir wahrscheinlich. Und dann schreibt ihr eure zwei Namen noch drunter und dies, das, ne? Ganz cool, so auf Kampf macht ihr das dann mal. Und das war jetzt schon so die einzigste Bitte. So, jetzt kommt erstmal noch ein bisschen was anderes. Shit. Und zwar ist das jetzt allgemein YouTube. Ich will ja jetzt wirklich aktiv YouTube machen. Das mit den 3 Wochen aussetzen kriege ich ja irgendwie hin, dass ich entweder werde ich vorproduzieren und lasse die nach und nach hochladen. Oder ich werde einfach jetzt in der Vorzeit, also bevor ich weggehe, einfach aktiver. Weil ich habe Lust, also es kommt so wenig von mir, weil ich immer denke so, ich spiele viel Rainbow, ja, aber es ist halt immer wieder eine Pause zwischen, sag ich so. Aber wenn ich wirklich das machen würde auf YouTube, was ich will, wenn ihr versteht, was ich meine, dann würde ich viel aktiver sein, weil ich spiele zum Beispiel jetzt gerade mit Luca Terra und ist einfach nur ein geiles Spiel, ist recht unterhaltsam für mich, je nachdem, für Luca und mich zumindest. Und ich denke, das war auch cool, wenn ich streame, deswegen
bin ich einfach am überlegen, ob ich mehr das machen soll, was ich will und nicht das, was ich denke, dass ihr wollt, weil klar, mir macht Rainbow Spaß und alles, mir macht auch die Montage Spaß, mir macht das Rainbow Turnier, das ist mein erstes Turnier, by the way, und ich freue mich, das machen zu dürfen und dass sich das überhaupt jemand gewünscht hat. Ich wäre nämlich so selber auf die Idee wahrscheinlich nicht gekommen, dass ihr Bock darauf habt, weil ich meine, ich bin ein Kanal mit 208 Abonnenten und ne, ihr versteht, auf jeden Fall ist es auch jetzt egal, und zwar meinte ich halt, dass ich halt mehr in meine Richtung gehe. Klar, Rainbow wird kommen, Overwatch wird wieder kommen, jetzt momentan gerade nicht, weil ich ein bisschen rezent, ja, ich distanziere mich gerade von Overwatch, ich weiß nicht warum, weil ich halt kaum noch Leute habe zum Spielen, sag ich mal so. Und auf jeden Fall ist es jetzt auch egal. Es ist halt so, ich will mehr auch die Sachen machen, die mir Spaß machen, im Sinne von, ich will einfach meinen Horizont erweitern, sag ich mal so. Also, dass ich halt auch Terra mache oder dass ich halt auch Monster Hunter mache, das zum Beispiel ist auch ein geiles Spiel, was ich zum Beispiel verdammt nochmal liebe. Und halt dies, das, ich denke mir halt immer so, hey, das könnte gar nicht mehr so gut ankommen, es kommt gar nicht mehr so gut an, aber ich habe vergessen mittlerweile, dass es nicht nur aufs gut ankommen drauf ankommt, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, dass es nicht nur bei euch gut ankommt, sondern dass ihr auch Spaß dran habt, dass ihr auch das machen kann, was ich möchte. Ich meine, im Normalfall ist es so, solange ich dran Spaß habe und die Leute sich wenigstens ein bisschen für die Art von Spiel oder so interessieren, dass sie da auch noch Spaß an dem Video haben und so. Oder halt auch neue, dass halt auch Leute dieses Spiel neu kennenlernen und, ne, ihr versteht, was ich meine. Gut, und ich, ihr versteht ja eh, was ich meine, denke ich zumindest, hoffe ich. Ist jetzt egal, ich will jetzt wieder nicht zu sehr in die Länge ziehen. Wie gesagt, ich will jetzt einfach wirklich meinen Horizont erweitern. Ich hoffe, euch macht es nicht aus. Schreibt es bitte alles in die Kommentare. Und auch wegen dem Rainbow-Turnier, stachelt andere Leute, Freunde von euch an oder einfach nur Bekannte, die ihr nur kennt. Stachelt einfach Leute an, von denen ihr denkt, dass die auch Interesse an dem Turnier haben. Und auch wirklich Zeit haben und alles. Ja gut, dann würde ich meinen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, Entschuldigung für die Länge, aber ich muss das einfach mal loswerden und einfach mit euch quatschen und danke für euren Support. So, das war's, wie gesagt, und damit ich meine, habt einen schönen Abend. Wir sehen uns heute Abend vielleicht bei einem Terra oder Until Dawn Stream, je nachdem, mal gucken. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr, auf was ihr mehr Bock hattet. Hattet. Wow, hattet. Ich bin mal wieder nervös, ist auch egal. Gut, damit ich meine, danke fürs Zuschauen nochmals und haut einfach rein. Ciao, Boys und Girls.